Guten Tag, ich war gerade bei McDonald's. Ah, okay. Guten Jetzt Tag, stehen da zwei Motorräder. ja, eins davon können Sie haben und umlackieren lassen. Ich darf nicht Motorrad fahren. Das ist doof. Außerdem werde ich beim LSPD hier kündigen. Wieso? Ich habe ein Angebot bekommen. Bei wem? Na, Silverhead, alles gut bei Bei Ihnen? beim SAST. Als was? Als Als Commander? Asi Chief. Herr Silverwald. Ah. Stellvertretende Leitung eines Departments und Units darf ich mir selber aussuchen. Das hört sich doch fantastisch. Und Hallo, das Herr sind Silverwald. außerdem das hier LSPD hier. Das ist ja wie eine DDR. Dass Ja. der Asi Chief nicht mal und nicht mal kündigen darf. Ja. Das ist Hallo, ja wie Herr eine Silverwald. DDR. Aber will er Schönen auch Tag, Herr können, will Silverwald. er auch wechseln oder wie? So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe gerade irgendwie auf dem Also, Ohr wie so ich einen Ton mitbekommen gehabt, habe, wie dass hat der der Herr Herr Silverwald Bergmann kündigen möchte. Und das hat mich, glaube ich, ein bisschen aus den Socken auch. gehauen. Ja, Es ist ja natürlich. right, so wie ich gehört habe, haben die auch schon ein Angebot bekommen, richtig? Ja, ich war aber am Überlegen, weil ich kann sie ja nicht allein lassen mit dem LSPD-SWAT. Und mein Angebot, was ich bekommen habe, ist auch ganz sneaky. Assistant Commissioner beim SRST und SWAT-Leitung. Was? Ja. Also, Ja. Ach so, Jungs. Ja. Also, Herr Winter, hören Sie mal kurz weg. Ich möchte jetzt hier keine Unruhe oder Aufruhr, wie auch immer man es nennen möchte, veranstalten. Ne? Aber der Herr Bergmann meinte vorhin, dass eventuell unter meinem Wagen was austritt. Oh Und dieser Fluss nein. hier rechts führt ins Meer. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Herr Obwohl, Winter, Sie nein, sollten bitte nicht. Oh. weghören. Ja, ich gucke mir das gleich Obwohl, nochmal es genauer ist nur, an. es ist los, Darf also, ich gucken? ja. Nee, gerade nicht. Ich helfe Ihnen. Ja, wir haben Jetzt eigentlich bin ich mal keine gespannt. Chance. Wir müssten den Mechaniker rufen, der müsste das reparieren. Ja. Naja, jedenfalls als Assistant Chief wäre es ja gar nicht mal so schlecht. Und dann wäre ich noch stellvertretende Leitung vom SWAT. Also, wenn Sie wirklich Lust haben auf State Police, dann würde ich sagen, nehmen Sie es an. Ja. Wir dürfen überall fahren dann, ne? Ja. Das wäre halt auch wiederum ein Vorteil. Geilere Blaulichtbalken, geilere Autos. Keine DDR. Wenn Sie das toll finden, die Frage ist nur, man muss immer dran denken, was passiert dann mit dem LSPD? Ja, eben. Das ist ja das. Das macht Ich der meine, ich Staat hier habe. auch aus, muss man Ja. bedenken. Weil wenn jetzt angenommen, sie beide verschwinden, so wie es sich anhört, dann Also, ich gibt es ja verschwinde auf jeden Fall. eigentlich keine Mitarbeiter, also richtige Mitarbeiter, die da sind. Ja, natürlich, natürlich. Und dann, und der Chief hat sich ja eh abgemeldet und dann versinkt das LSPD im Chaos und die State Police muss jetzt in der Stadt nur rumfahren, weil es keine, ja, Polizei hier in Los Santos gibt, verstehen Sie? Ja, Also natürlich. kommen Sie von Ihren Aufgaben doch, also, na, ja. Das Ding ist, ich bin ja. Wir sind ja nicht auf der Welt, ne? Das ist ja das. Ja. Aber es ist halt einfach ein besseres Angebot. Ich meine, ich wäre einen Rang höher als jetzt hier, ne? Wenn Sie Assistent wären, dann wären Sie doch Ja. noch mehr höher. Nee, nee. Es kommt, glaube ich, Lieutenant, Captain, Assistant Chief, Command, nicht Chief, Commander. Assistant Commander und Commander. Also Assistant Chief hat einen Stern. Ja, meine ja. Und der Chief hat dann zwei und der Commander hat drei. Ja. Okay. Guck mal, der Mechaniker ist jetzt schon da. Der hat das dort, der hat das hier Dann fahre ich TÜV, jetzt mal bei, der wobei hat ich. das mal repariert.
Mechaniker war da und hat das repariert. Warte, trat da was aus? Nein. Also der Herr Mechaniker, der Herr Mechaniker hat nichts gesagt. Nee. Der hat nur einmal überprüft. Also, Herr Winter, ich will Sie jetzt nicht beunruhigen, ne? Aber. Aber, das ist eventuell bisschen ja. Wie soll ich sagen? Da ist eventuell doch ein ganz, ganz bisschen was. Nee, jedenfalls kann der nicht. Mehr. Ja. Jedenfalls hatte ich das Angebot angenommen, ne? Zum SAST. Ja, ich würde das Angebot dann auch annehmen. Finde ich eine gute Idee. Also, wenn man Bock drauf hat, ne? Mhm. Ich meine, als Asi-Chief ist halt schon geil, ne? Ja, wenn sie da ein Sternengeneral sind. Is that right? 3 Victor 20 von 1 Victor 44 kommen. Frage, hätten Sie Zeit für ein Gespräch kommen? Frage, wo kommen? Ja, es ist so positiv, ich bin gleich da. Und Victor 44 verlässt den Funk. So, meine Vermutung wäre, dass es tatsächlich durch den Aufprall mit Wasser irgendwie so gemacht wird, dass das quasi Wasser abgetropft ist oder so. Davor das auch nicht. Also. Ja. Sarah, soll ich mitkommen zum Gespräch? Kannst du. Ja, gut. Gut. Dann fahren wir da mal hin, ne? Dann fahren wir. Wir fahren mit meiner Karre. Ja, wir fahren denn. Herr Bertmann, sagen Sie mir mal Bescheid, wie es mit dem PD weiter verläuft, ne? Wenn Sie was wissen. Ja, mach ich. Gut, ja, dann. Ich gut. Ja, ich fahre auch. Holen Sie jo. Wir haben den gleichen Weg. Bei der Postleitzahl 254. Verfolgung eines Clown-Vans. Personen sind bewaffnet, vermutlich mit Langwaffen. Link Ranger, responding to free backup. Victor 21, kurz außer Funk. Ja, Personen fahren südwestlich Richtung Pferderanch. Personen haben definitiv Langwaffen dabei. Also Richtung Stadt einwärts kommen. Ja, passt. Wir befinden uns gleich an der Kreuzung Richtung Road 66. In Harmonie. Fahren, jetzt haben die Kreuzung überfahren, sind südlich, südöstlich unterwegs Richtung La Puerta Blanca, Pferde Ranch. Auf. Personen haben das Feuer eingestellt, einen Platten hat das Fahrzeug. Werde angegriffen. Aus dem Auto. Nehmen Sie. So, die Hände hinter den. Sind verhaftet. Oh. Eins sind. Oh. Was ist das denn hier? Hier 2 Victor 139, 1010 wird nicht benötigt beim 1099. Free Lincoln 19 und Free Lincoln 22 für Free Victor 20 kommen. Ja, gleich gehört. Ja, könnten Sie einmal bitte in das Büro, in das Chief Büro in Vespucci PD kommen? Jawohl, bitte. Bitte? Ich hab Abschlepper bestellt. Das ist super.
Ich werde mal einen Supervisor anfunken. Wo Victor 139 benötigt Supervisor nach 1099. Check. Ist wie Tom 50 im Dienst? 3 Tom 50 für 2 Victor 139. Benötige Supervisor kommen. Ich würde dann fahren, ja? Ja, fahren Sie ruhig. Wiederholen. Benötige Supervisor kommen. Wo genau? 369. Ja, check, das war die Poste 369, richtig? Korrekt. Kurz, was für ein Einsatz war denn das? Bevor wir weiterreden. Pursuit of Armed Suspects. Also eine Schießerei, sagen wir es mal so. Schusswechsel. Jetzt können Sie gerne mal weiterreden. Schusswechsel in einem Fahrzeug. Also, Armored Suspects, ne? Ja, aber nichts mit Van. Ja, Armored Suspect reicht mir schon. Okay, ja. So, okay. Also, war der Geschuss oder die Schüsse waren gerechtfertigt von meiner Seite her? Weil sie wurden ja beschossen und da kann man das Feuer erwidern, das ist richtig. Soweit ist der Protokoll abgeschickt und protokolliert. Mhm. Ja, sie können jetzt eigentlich weiterfahren. Danke. Keine Ursache, immer wieder. Danke. 2 Victor 139 Wechselstrom. Alles gut, Herr Schneider. Ja. Was war denn das jetzt gerade, wenn ich mal fragen darf? Das würde ich auch gerne wissen. Brauchen wir das Fire Department? Ich glaube mal nicht, Herr. Na, ich bin ja auch nicht verletzt. Es war nur eine sehr komische Situation. Check. Check. War einfach weiter. Soll ich die vielleicht zur Station fahren? Weil das Auto ist jetzt nicht mehr fahrtauglich. Ja, hört sie. Gleich, ich würde kurz den Herr Schneider zu seinem Department fahren und dann komme ich gerne zu Ihnen. Check. Sind überhaupt eure Leute da? Also steht ja nee. In Deutsch, ne? Na, das ist keiner da? Nee. Ja, ich habe leider nicht so Kollegen, die. Ja, egal. Ich wünsche Ihnen was. Jo. Und wo mache ich mir hier ein Dodge Charger in der Slick Top Variante? Oh, die County Streife. Oh, mal sehen, ob wir hier Einsätze kriegen oder nicht. Muss hier irgendwie runterkommen. Hier kann man runter. So. So. Gut. State Police für SD. State Police hört. Ah, ich benötige einen Sanitäter, komm.
Ich bin gerade. Signal ist draußen. Also mit. Können Sie die Tür aufmachen? Wo ist der Verunfallte nochmal? Ja, ich probier's. Meine 267. Neben dem Airfield. Oh, Sie können die aufmachen. Ja. Ich mach mal hier den Gurt in Ja, sicher. Vorsicht, ich halte sie jetzt, den Feind vielleicht jetzt runter, okay? Okay. Ich mach jetzt den Gurt los. So, und jetzt holen wir sie raus hier. Oh. Ja. Es gibt auf jeden Fall ein paar blaue Flecken. Und auf jeden Fall. Und das sind ein paar. Wie heißt das? Nein. Dings. So Abschiebungen da. Also Schürfwunden, ja. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Tu das mal ein bisschen desinfizieren. Ja. Und mach da dir so ein Pflaster auf so ein bisschen. Also das, was ich so da hab grad. Sind Sie der Herr Mint? Ja. So, hallo Herr Mint. Hallo. Ja, ich sehe das so schlecht durch Ihre medizinische Maske, ja. Ja. Erkennt man die Leute hier gar nicht, wenn sie so viel Hüte tragen. Ja, weil ja auch doof, wenn ich keine Maske trage und dann die dauernd in die Wunde spucke oder so aus Versehen. Kann man ihnen helfen noch bei was, oder? Du könntest dich vielleicht ums Auto kümmern. Also, dass ja. viel abgeschleppt wird vielleicht. Ja, dann können wir ihn vielleicht mal zur Seite tragen. Herr Müller, wurden Sie befördert? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sind Sie jetzt Officer One? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, aber können Sie denn aufstehen, Herr Schneider? Ja, aufstehen, das sollte funktionieren, ja. Ja, ich helfe Ihnen mal hoch ein bisschen. Ja. Ja, dann gehen wir mal vielleicht zur Seite, dass Sie sich um das Auto kümmern können. Also, aber von den Schmerzen geht's ja, oder so? Ja, von den Schmerzen, das geht noch relativ. Ich hätte schon gerne noch vielleicht eine Aspirin oder so. Ich bin kein Arzt, obwohl, warte mal, Aspirin ist nicht so stark, oder? Aspirin ist einfach eine Schmerztablette. Ja, ich glaub, die darf ich Ihnen, glaube ich, geben. Ja, kann ich mir auch eine. Ja, danke. Ja, das kriegt man normalerweise in jeder Apotheke. Warten Sie, ich habe eine Wasserflasche im Auto. Super. Vielleicht haben Sie noch Alpizin für die Haare. Hier, bitteschön. Dankeschön. Bitte. Ich habe gehört, wir nehmen sie dann mit ins. Wieder zurück oder so, weil ihr Auto, ich glaube, ich nicht mehr so fahrtüchtig, ja, weil ich mir das angucke. Rufen Sie mal den Veteran, bitte. Den Veterinär, meine ich, das Veterinäramt für das Wildschwein. Ach so, ja, wo ist das denn? Ich sehe das gerade gar nicht. Ja, kümmert ihr euch mal. Ja, Ja. Herr Schneider, Sie wollen wahrscheinlich so in Sandy Shores, oder? Das wäre eine Option. Ja, gerne mitnehmen. Ja, sonst hätten wir ihn mitgenommen. Dann können ja, aber danke, dass Punkte. Sie angefahren sind bei meinen. Ja, kein Problem. Hier. Kein Ding. Kein Problem. Ja, kein Ding, uns. Herr Schneider. Ja, dann ciao. Adieu.